Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spellforce, The Order of Dawn, jawohl. Ja, wir befinden uns hier im Nachtflüstertal, ich glaube schon, dass es das Nachtflüstertal war. Und wir sind hier das erste Mal dabei, dass wir mit Trollen etwas aufbauen, also mit den Trollen spielen. Und schauen wir mal, was diese dicken, Kollegen so drauf haben. Genau, und ich werde natürlich nebenbei noch abgefuckt von den Gita. Wobei die uns noch nicht angreifen. Hier haben wir übrigens auch was. Also wir haben einen Zwei-Fronten-Krieg. Genau, aber wir sind gut gewappnet. Wir sind fast Level 30. Wir werden auf dieser Karte Level 30 bekommen und dann werden wir ja sehen. Also eigentlich ist es schon klar, dass es weitergeht. Dass es nach Level 30 weitergeht, ist eigentlich klar. Allerdings ist es, soweit ich weiß, ein bisschen patchabhängig, weil früher, glaube ich, ging das nicht. So, kleines Haupthaus. Kann ich mal da hinstellen. 100 Holz brauchen wir fürs Große. Fürs Mittlere, okay. Das baue ich dann gleich als nächstes auf. Gut. Genau. Ich wollte mich nochmal vielmals bei euch bedanken, dass ihr so nette Sachen unter meine letzten Videos geschrieben habt. Kopf hoch und so weiter. Und wird schon, du musst nicht Let's Playen. Ich finde das echt sehr nett von euch. Das ist nicht selbstverständlich. Vor allem, weil man eigentlich als hauptsächlich von der Fanbase her könnte. Oh, du musst aber das machen. Du musst uns unterhalten. Das finde ich echt toll. Das kenne ich sonst gar nicht. Also die ganzen, die meisten Shakes und Fidget Fans sind da eher anders. Die sind da eher, oh, komm, mehr Content, Blackie, mehr Content, wir wollen mehr sehen. Ist ja auch okay, klar, das ist auch nett, weil da weiß ich, dass meine Videos geschätzt werden. Ist auch geil, beides ist schön. So, bevor ich jetzt aber hier noch anfange zu heulen vor lauter Gerührtheit, konzentriere ich mich lieber mal aufs Spiel. Wir brauchen nämlich auch jede Menge Eisen und wir haben hier unten jede Menge Eisen. Das ist immer sehr gut. Ich hätte gerne noch einen fünften. Beziehungsweise ich kann ja schon mal die Mine bauen. Suchen. Oh. Verstärkt die Deckung! Ach, die greifen schon an. Zu euren Diensten. Vorwärts, Krieger! Oh, das ging jetzt aber ein bisschen schnell. Helft mir! Ja? Wir werden angegriffen. Eisen, hm? Das könnte ein Problem werden. Dass die keine Eisen abbauen können, ne? Ja. Schauen wir mal, ob die das können. Questlogbuch wurde aktualisiert. Ach so. Ja, ich sollte beide Monumente, wie es aussieht. Was verlangt ihr? Haben wir eine Schmelze auch? Nahrungslager tue ich mal da hinten hin. Schwarze Schule kommt hier hin. Züchter kommt hier hin. Schmiede kommt hier hin. Onyx-Turm kommt hier hin. Nee, was anderes haben wir noch nicht. Alles, was ihr wünscht. Dann machen wir mal einfach mal eine Mine hier hin. Verstanden, Meister. Ich bin Ja, Meister. Okay, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit Runenpower. 16%, so lange waren wir schon lange nicht mehr unten. Meister, danke. So. 14%. Es gibt sogar irgendein Minimum. Ich weiß nicht, wenn man zu viele Einheiten gleichzeitig herstellt, dann auf zu vielen Monumenten gleichzeitig, wenn ich jetzt theoretisch hier auch noch was laufen würde, dann komme ich unter 10% und dann geht wirklich fast gar nichts mehr. Dann dauert einfach alles zu lange. So, jetzt werde ich hier schon mal Keulenschnitzer, Eisenhaus und Waffenlager, okay. Oh.
Trolle sind ziemlich dumm in dem Spiel. Es gibt intelligente Trolle, sag ich jetzt mal. Also die WoW-Trolle zum Beispiel sind intelligent. Ey Mann. Die sind intelligent. Und es gibt diese dummen Trolle, wie sie Gothic oder hier auch in diesem Spiel sind. Das sind die Deppen, sag ich jetzt mal. Ich finde die intelligenten Trolle um einiges interessanter. Als Konzept kann man deutlich mehr damit anfangen. 5% Runenpower. Ja, Wahnsinn, geht das schnell. Das überschlägt sich ja quasi. So viel Steine werde ich dann auch gar nicht mehr brauchen. Weil ich brauche für alles hier... Es gibt Einheiten mit Stein. Sieh mal einer an. Klar, die schleudern Steine, deswegen brauchen sie wahrscheinlich auch Steine. Wir werden das nicht benötigen. Wir werden die Champions bauen. 100. 200 Einheiten. Das ist fucking viel. Und die Kita sind übelst strong. Okay, sie sind zu strong. Null. Ja. Jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Okay. Ich brauche schnell eine Defense, sonst wird das Ganze hier schmerzhaft werden. Schließt die Reihen! Null Prozent Runenpower. Sehr schön. Blacky, kannst du mal... Feindlicher Angriff. Ist ja nicht so, dass... Lass sie einfach sterben. Alles okay, Blacky. Wow. Was für ein Arsch. Ich sehe schon, wir werden hier definitiv Probleme bekommen auf der Karte. So, was haben wir denn hier? Steinbruch, Keulenschnitzer, schwere Keule, Eisenhaus... So, als nächstes bauen wir, was nicht schaden kann, ist, wenn wir vielleicht noch eine Holzfülle heute irgendwo hinbauen. Ah, hier drüben hin. Denn Holz werden wir nicht genug haben können. Wir werden 8000 Holz sowas brauchen, wenn wir hier eine fette Armee aus dem Boden stampfen wollen. Ja, 8000 Holz. Und das ist nicht gerade wenig. Vielleicht kann ich hier unten, wenn ich den Blacky noch ein bisschen weiter runter stelle. Ach, hier unten sind schon die Kita, ne? Standhalten, Männer. Ja, ich warte jetzt hier von denen noch einen Angriff ab. Obwohl, ich glaube, ich kann das Lager sogar einnehmen. Greifen eh gerade an. Die machen halt sehr viel Schaden. Die halten wirklich wenig aus. Die haben ja auch nur Fell, sonst haben die ja nichts. Aber die machen halt wirklich gut Damage. Und Level 30! Yay! Tada! Sehr schön. Jetzt haben wir das auch geschafft. So, und jetzt kann ich theoretisch Blacky hier hinstellen. Und theoretisch könnte ich muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Ja. Der ist jetzt gleich fertig. Ne? Sehr schön. Hier ist sogar ein besonderer Gegner. Den werde ich, könnte ich jetzt eigentlich auch schon umhauen, aber es hat eigentlich keinen Sinn, dass ich den jetzt schon umklatsche, obwohl er könnte ein gutes Item dabei haben. Naja, der erkundet hier ein bisschen. Der wird jetzt mal ins Seelenfeld, ja, macht den kaputt? Nein, macht er nicht. So. Dann baut ihr mir mal bitte ein Waffenlager. Das ist voll klein.
Ihr werdet mal sehen, wie lange die zum Herstellen brauchen. Eisen. Eisen habe ich auch schon ein bisschen was. Okay. Ist halt blöd, weil ich keine Schmelze habe. Ja. Was habe ich mir denn dabei bitte gedacht? So. Die können ja spawnen, wie sie lustig sind. Okay. Trolle, die sind ready. Die Rune befiehlt. Da sind doch zwei tot. Ach so, ich habe auch noch zwei in der Schleife. Alles klar, okay. Gut, Nahrung. Nahrung. Was haben denn die Trolle so als Nahrungsgebäude? Leichensammler. Ganz schlecht. Jagdhütte. Naja. Wir werden angegriffen. Ich sehe ja relativ wenig Wild. Das heißt, der Leichensammler funktioniert... Ich weiß nicht, ich glaube, der Leichensammler funktioniert auch, wenn man Einheiten herstellt von sich. Zum Beispiel die ganz normalen... Entweder die Sklaven oder die Arbeiter, wenn man die herstellt und dann mit K tötet. Ich glaube, dann kann der Leichensammler sogar die einsammeln. Da bin ich mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Meister. So. Kleines Haupthaus. Ja, das kann man schon mal bauen. Verstanden, Meister. Dann werde ich hier ein bisschen... Sag mal... was? Nein! So. Haben wir noch irgendwo ziemlich viel Wald? Also an Bäumen soll es uns hier eigentlich nicht mangeln, ne? Ja, so viel ist das auch nicht. Ein bisschen Holz haben wir noch vor der Hütte. Ansonsten, meine Runenpower. Das macht mich gerade ein bisschen zu schaffen. Man kann da nicht schnell reagieren, wenn mal was ist. Und ich weiß nicht, wie lange Blacky... Also momentan kann Blacky das locker alleine aufhalten. Momentan. So. 500 Eisen. Ja, jetzt kann ich 5 Einheiten herstellen. Jetzt passt mal auf. Ja. Mein Ernst. So lange dauert das. Krass, oder? Also das Problem an den Trollen ist, du kannst sie fast nicht alleine spielen. Hier bin ich, Meister, Meister. Das Problem ist, dass Nahrung zu beschaffen extrem schwer ist mit dem Volk. Also richtig schwer. Und das nächste Problem ist, dass sie extrem viel Ressourcen eben benötigen für ihre Einheiten. Die Einheiten brauchen ewig. Das kann man ein bisschen gegenlenken, wenn man ein paar... Verbesserung fertig. Warum habe ich das gerade getan? Ich weiß es nicht. Weil ich Buttons mag und wo ich draufklicken kann. Sie sind halt echt eine langsame Rasse. Danach sind sie die stärkste von allen, aber sie sind einfach vorher so fucking langsam. So, großes Haupthaus, das stellen wir mal dahin. Können da keine Bäume mehr wachsen, das war eigentlich ein bisschen blöd. So, die Irrwische werden geplättet. Kriege ich noch Erfahrungspunkte in der Zwischenzeit? Ich sieht nicht so aus. So, das... Ja gut, jetzt warten wir erstmal ein bisschen ab, so viele Gegner habe ich auch noch nicht getötet. Gut, das alles geht jetzt gerade ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. Ich werde jetzt mal schnell speichern, nicht, dass ich... ...dass dann irgendwas Dummes passiert, wenn ich jetzt beschleunige. Aber ich werde jetzt mal beschleunigen. Bitte fertig. Genau, da haben wir einen. Ansonsten, ich schaue jetzt mal, wie viel Eisen produziert wird, während einer hergestellt wird. Und dann überlege ich, ob ich noch Gebäude baue, die mir das Ganze beschleunigen. So, 67. Ja, kann ich machen. Und zwar Keulenschnitzer. Warum? Bitte fertig. Bitte fertig. So, dann werde ich hier ein Nahrungslager hinbauen. Irgendwo an den Rand. Geduld, Meister. Und dann werden wir ein bisschen
Das Gebäude ist fertig. Ein bisschen was für die Nahrung tun. Meister. Meister, das Gebäude ist fertig. Ich muss gar nicht so viel für die Nahrung tun. Denn... Deswegen habe ich übrigens gespeichert. Ja, ich bin gerade Brain AFK irgendwie. Das war gerade nicht so intelligent. Gut, dass ich gespeichert habe. Das hätte mich jetzt echt ein bisschen angepisst. Vielleicht sollte ich die Geschwindigkeit mal auf 10 sowas stellen. Dann machen wir das Ganze nochmal. So, diesmal ein bisschen koordinierter. Und noch einer. So. Hier werden wir noch ein paar herstellen. Blackie geht's gut. Ja, wie gesagt, diese Kita sind einfach mega stark. Hier bin ich, Meister. Und dann jetzt können wir auch ein bisschen mehr von den Züchtern bauen. Meister, das Gebäude ist fertig, Meister. Steinmangel. So, so. Meister, das Gebäude ist fertig. So, und jetzt brauchen die brauchen jetzt ein Nahrungslager. Das hätte ich fast vergessen, sonst regenerieren sie sich nicht. Das Gebäude ist fertig. Immer ich. So, und dann machen wir mal... Da muss ich jetzt echt aufpassen. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Ah, und ich kriege Erfahrungspunkte. Sehr schön. Was denn? Na schön. Die Linien müssen halten. Vorsicht, Gegner. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer. Das ist ein Hinterhalt. Kommen auch noch so schön gleichzeitig, ne? Voll gemein. Darf ich töten? Standhalten, Vorsicht, Gegner. Okay, das nächste Problem ist Holz. Das sehe ich schon. Was ist? Von mir aus. So, den stelle ich jetzt mal hier hin. Na. Geht's mir aus. Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Das ist schlecht. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Halten, Runenkrieger. Das ist zu mir. Wir werden angegriffen. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Vorwärts, sofort. Problem ist, warum die jetzt gestorben sind, weil ich sie auf Halten gestellt habe. Dadurch greifen die natürlich nicht. Dadurch bewegen sie sich nicht von der Stelle. Das ist ziemlich dämlich. Ah ja. So, die randalieren natürlich von der einen Seite, während von der anderen. Ja, das ist jetzt. Das ist blöd. Das ist das Problem, weil die Trolle so langsam sind. So. Holz. Boah, ich weiß nicht, ob ich die herstellen soll. Wir werden angegriffen. Sie tun mir weh. Wo kommen die her? Standhalten, Männer. Wow, die Karte läuft gerade richtig schief. Weil ich sie auf Halten gestellt habe. Ah, fuck. Ich verkack gerade alles. Ich glaube, ich lade nochmal. Lad nochmal. Das ist, glaube ich, besser. Scheiße. Das Schnellspielen bringt absolut gar nichts, habe ich das Gefühl. Wow, ich bin so schlecht heute. Okay, Blackie, konzentrier dich nochmal. Runenkrieger, zu mir. Bitte
So, machen wir hier zehnfache Geschwindigkeit. Weil ich lerne ja nicht aus meinen Fehlern. Ich mache das immer wieder falsch. Na dann. Immer ich. Bitte fertig. Dann tue ich aber wenigstens. Die Linien müssen halten. Das ist ein Hinterhalt. Den Grund machen, warum ich hier den Blackie da runtergestellt habe. Also wenigstens den ganzen einen Sinn geben. Ah, verdammt. Ich muss jetzt nochmal schnell langsam machen. Sonst passieren jetzt zu viele Fehler. So. Ihr baut mir ein Nahrungslager hierhin. Ein einmal Züchter. Zweimal Züchter. Dreimal Züchter. Viermal Züchter. Und jetzt habe ich kein Ding mehr. Okay, lassen wir es erstmal bei viermal Züchter. Und jetzt drehen wir die Geschwindigkeit mal wieder ein bisschen hoch. Das ist ein Hinterhalt. Und jetzt schauen wir mal, ob das besser funktioniert. Jetzt kriege ich ja zumindest hier unten noch ein bisschen Holz. Und ihr baut mir noch ein Nahrungslager, genau. Zu Befehl. Runenkrieger, das ist mir Hinterhalt. Wir müssen Halt halten, Männer. Hier. Standhalten, Männer. Ja, das war wieder mal knapp. Wie viele kommen denn da, dass das so, schwer ist? Wir werden angegriffen. Vorsicht, Gegner. Wir werden angegriffen. Das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Standhalten, Männer. So, okay, nochmal. Nochmal zurück auf Anfang. Stärksten Krieger, habe ich gesagt, und die stärksten Einheiten im Spiel. Und dann werden sie so in den Boden gestampft. Schon gut. Dorthin? Falsch. Wo wollte ich denn jetzt hinlaufen? Ja, schon. Ich wollte ein bisschen nur erkunden. Ja, das mit dem Gebäude drehen ist echt praktisch. Da kriegt man doch ab und zu noch irgendwo so sneaking Gebäude rein. Ja, und hier unten habe ich das Holz noch gut bekommen. Das passt schon. So, jetzt mache ich wieder ein bisschen schneller. Muss auf meinen Hauptcharakter dadurch ein bisschen aufpassen. Ach, ist es schon soweit? Verdammt, das habe ich jetzt wieder verpasst. Helf mir! Meister, ein Monument wird angegriffen. Sie besetzen ein Monument. Ein Monument verliert seine Kraft. Ein Monument wird angegriffen. Sie besetzen ein Monument. Ein Monument verliert seine Kraft. Monument wird angegriffen. Wir werden angegriffen. Fakt ist. Oh Mann, bin ich schlecht heute. Was ist denn los? Das Problem ist, ich habe doch da unten einen hingeschickt, der mir das erkunden sollte. Ja, ich müsste vielleicht dafür auch öfters mal auf die Karte schauen. Okay, alles klar, ich mache es jetzt nicht mehr so, ich konzentriere mich jetzt und... Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Unverzüglich. So, die schicke ich jetzt mal alle hier hin. Bitte fertig. So, dann bauen wir noch drei Keulenschnitzer. Immer dieses Schnellspielen. Dadurch wird das Spiel so viel schwerer und ich spiele es eh schon auf schwer. Immer ich.
Holzfäller wollte ich hier hinbauen. So. Ich bin unwürdig. Du baust mir ein Nahrungslager. Ich bin unwürdig. Und ich habe nicht genug Stein, okay. Bitte fertig. Meist, das Gebäude ist fertig. Das ist leicht. Bin schon da. Meister, was verlangt ihr? Okay, jetzt habe ich die mal zumindest auf dem Schirm. Bin mir überlegen, ob ich die einen vielleicht töten soll. Das wird mir vieles einfacher machen. Ich versuch's mal ohne. So. So, und ihr baut mir jetzt noch einen Nahrungslager. Immer ich darf ich töten von mir aus. So, und jetzt speichern wir nochmal ab. Jetzt haben wir nämlich, sonst baue ich das alles wieder auf, weil ich werde hundertprozentig wieder drauf gehen. Wir werden angegriffen. Meister, helft mir! Es mag einfach nicht funktionieren, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich wusste, dass die Kiter unglaublich stark sind, aber dass sie so krass stark sind, habe ich auch nicht mehr Erinnerung. Was willst du? Der Rune befiehlt? Ich will nicht sterben! Auf den Weg! Nein, ich will nicht sterben! Leute, da oben, ne? Was ist euer Scheißproblem? Runenkrieger, zu mir. Müssen halten. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Nope. Nope, 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 nope. Es mag nicht funktionieren. Verdammt, wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe nur einen starken Krieger und diese Trolle sind ultra scheiße. Warum sind die so scheiße? Ich habe die so mächtig in Erinnerung. Die Rune ruft. So. Ich habe die ultra mächtig in Erinnerung und jetzt werden die da niedergeprügelt wie die letzten Lappen. Das gibt's doch nicht. Woran liegt denn das? Das ist jetzt echt eine Zwickmühle. Ich will hier übelst Erfahrungspunkte farmen. Wie auf jeder Karte eigentlich möchte ich das hier so lang wie möglich ausreizen. Das Problem ist eigentlich nur das Lager da drüben und das werde ich jetzt auch einreißen, glaube ich. Nur die Frage ist, wie? Ich kann die eine Seite nämlich nicht deffen. Wenn, dann muss ich es mit Blackie einreißen, anders geht's nicht. Wenn ich mich nur auf eine Seite konzentrieren muss, dann glaube ich, geht's halbwegs. Das versuche ich jetzt auch. Ich versuche jetzt die eine Seite mit allem, was ich habe, zu deffen. Wie viel brauche ich? 100. Na komm schon, noch hinne.
speichern wir das jetzt mal ab. Ich weiß gerade zwar nicht, was ich erreicht habe, aber versuchen wir es einfach mal. Oh. Ich sehe gerade, wir haben hier noch einige an Lager. Okay, ich... Geht doch. Okay. Es läuft. Endlich. Okay, endlich, es läuft. Boah, war das jetzt nervig irgendwie. Schwer, irgendwie. Schon, oder? Weiß ich nicht. Ja, weil die Trolle so lang, weil die Trolle so verdammt langsam sind. Und ich sehe schon, ich habe nicht genug Ressourcen, damit ich die wahrscheinlich alle hoch hinbekomme. Zeug gelumpt, wie auch immer. Hier haben wir noch gut Eisen eigentlich. Diese Holzverlötte kann man definitiv mal abreißen. Dann habe ich wieder 5 Arbeiter ready. Diese Arbeiter... Die kriegen jetzt von mir einen eigenen Ding. Die gehen jetzt einfach mal hier erkunden. Ich muss ja auch schauen, dass ich das Holzfällerlager, wenn ich das errichte, dass das nicht in der Nähe ist von... Irrwischen, weil die Irrwische, die kloppen mich tot oder ich beschütze sie, weil ich habe ja hier meinen Spot auch gesichert. Aber ich habe eigentlich nicht genug Einheiten. So, Nahrung, ich brauche ein bisschen mehr Nahrung, das ist gerade mein Problem. So, aber ich denke, ich kann jetzt nochmal speichern. Jetzt läuft's, alles klar. Jetzt, ich musste zwar einen Spot zerstören, dass ich nur einen Frontenkrieg habe, aber sonst. Standhalten, Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Darf ich töten? Du darfst alles töten. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen, Vorsicht, Gegner! Wunderbar, alles klar. So. Okay, keine Chance. Den kriege ich nicht umgeklatscht. Okay, ich muss... Die brauche ich nicht. Hier läuft's auch. Alles klar. Ich brauche halt einfach nur fucking viel Holz. Ich muss die ganze Karte abholzen, glaube ich, damit ich meine Truppen so weit aufstocken kann, wie ich es gern hätte. So, sehr schön. Wieder ein bisschen Nahrung. Und ich möchte euch auch den Titan zeigen, eigentlich. Und dafür brauche ich 1400 Holz. Fuck. Aber gut, bauen wir noch ein paar Holzverlöten, hätte ich gesagt. Ah ja, hier habe ich nur... So. So. Wo haben wir denn noch ein bisschen Holz rumstehen, dass sich das lohnt? Ich frage mich, was hier für Lappen immer runterrennen. Das ist ja Wahnsinn. So. Hier haben wir noch... Ja. Komm.
ihr fünf geht mal hier hin. Problem ist, ich kann sie nicht direkt hinschicken, glaube ich. Weil direkt, wenn ich sie hinschicke, gehen sie wohin? Doch, das geht auch, okay. Ich dachte, die rennen da irgendwo hin, wo es nicht so optimal ist. Ein Champion haben sie mir gekillt. Zwei Champion haben sie mir gekillt. Das ist sehr viel Ressourcen, was da doch flöten gehen. Zu euren Diensten. Stehe bereit zu Befehl. Unverzüglich. Ah ja, das haben sie auch eingerissen. Super. Standhalten, Männer. Vorsicht, Männer. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner. Standhalten, Männer. Ja. Einmal voll machen, danke. Auf mein Kommando. Was? Wie? Zu beteilen? Oh. Die Linien müssen rein. Das ist ein Hinterhalt. Verdammt. Hilf mir. Das ist der schrecklichste Part ever. Was soll ich denn dazu noch sagen? Mann. Aber jetzt steht das Ding immerhin noch. Okay, alles klar. Immerhin etwas Gutes hat das Ganze. Wo steht der? Ich glaube, hier spawnt der irgendwo. Ist schon wieder weg. Verdammt. Ich habe ein paar Züchter zu wenig, ne? Das ist leicht. Mach mal noch ein paar. So, noch einer irgendwo rein. Der letzte hat keinen Platz mehr. Die Linien müssen halten. Ich muss die immer wieder zurückziehen, weil die so weit vorgehen, dass sie immer die Front bilden und sterben. Das gefällt mir gar nicht. Geht's los? Darf ich töten? So. Geht's los? Darf ich töten? Einer fehlt noch, wollte gerade sagen. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Wow. Ich habe keine Chance gegen die. Die sind einfach zu stark. Ich glaube, ich brauche fast Fernkampfeinheiten, oder?
Ich glaube, ich brauche Fernkampfeinheiten. Habe ich noch nie gemacht. Aber irgendwie geht das mit meiner dämlichen Strategie nicht richtig auf. So. Steinwerkstatt. Ach, das ist ein kleines Gebäude, das passt da oben auch noch irgendwo hin. Die kriegen mich nicht, die Pisser. Die kriegen mich nicht. Ich bin zäher als die. Die können sie noch so oft versuchen. So. Ja, die hauen halt schon zu, die Trolle. Aber ich dachte, dass die auch mehr aushalten, dass die so schnell down gehen. Wow, mit 100-facher Geschwindigkeit dauert das... Ja gut, das ist ja nicht 100-fach. Bitte fertig. So, schauen wir mal schnell, was möchte ich herstellen? Werfer, Schleuderer. Schleuderer. Auf geht's, schleudern! So. Kann man die nicht irgendwie verbessern, die Schleuderer? Da. Runenkrieger, zu mir! So. Die zwingen mich, dass ich Fernkampfeinheiten produziere. Wenn ihr wollt. Was denn? Darf ich töten? Wir werden angegriffen. Verstärkt die Deckung. Okay, ich brauche viel mehr Schleuderer, glaube ich. Ja, wenn ich ein bisschen mehr auf die Kämpfe konzentriere, würde es schon gehen, weil dann könnte ich auch ein bisschen heilen. Darf ich töten? Darf ich töten? Die Schleuderer kriegen kein Damage. Der Champion wäre fast gestorben. Ich baue jetzt noch Schleuderer. Anders kriege ich es ja nicht hin. Dafür brauche ich also sehr viel Stein. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Und Nahrung. Na super. Okay. Dann würde ich sagen, der Part war mega scheiße von mir. Ich habe richtig, richtig fail gekämpft. Also richtig, richtig schlecht war das von mir. Das dürft ihr mir gerne noch in die Kommentare schreiben. Das sehe ich vollkommen ein, dass das ziemlich mies von mir war. Ich müsste auch öfter speichern, dann wäre das Ganze nicht so schlimm. Wobei, ich glaube, das war es jetzt mit dem Ansturm, oder? Oh, da ist ein bisschen Holz draufgegangen. Was soll denn das? So, 1600. Und nochmal 10 Schleuderer herstellen. Wäre wieder fast in die Hose gegangen. So. Ich beende den Part jetzt trotzdem, auch wenn es jetzt halbwegs läuft. Der Part ist mir nämlich gerade ein bisschen zu lang geworden, merke ich gerade. Und ich hoffe dennoch, obwohl ich richtig fair gekämpft habe, den Kampf schauen wir uns noch an. Ich hoffe, obwohl das Ganze so fail war, hat es euch dennoch gefallen.
Und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky.